Hallo und herzlich willkommen bei Everything About Windows. Heute schauen wir uns gemeinsam den Insider Build 17.074 an, der den Release von Redstone 4 im nächsten März uns die neuen Features zeigt, die auf uns zukommen werden. Und ja, in diesem Build gibt es nicht so viele Neuerungen wie im Build davor. Das war ja der Build 17.063, der unter anderem das Timeline-Feature zu den Windows Insidern gebracht hat, sowie Features wie Acrylic in der Taskbar und Windows Sets. Dieser Build ist etwas kleiner, was die neuen Funktionen oder den neuen Funktionen angeht, aber es sind trotzdem ein paar coole Dinge dabei. Und zwar betrifft das die erste Sache, die ich ansprechen will, die Ruhezeiten. Ich gehe dazu mal in den Einstellungen von Windows 10, dann wie auch immer unter System und dann unter Ruhezeiten, und hier sehen wir, dass wir eine ganz neue Option oder ganz viele neue Optionen bekommen. Zum einen, dass man etwas mehr automatisieren kann. Das bedeutet, man bekommt die Möglichkeit, Ruhezeiten so einzuplanen, wie man es auch will. Das kennt man ja schon von iOS und Android. Und zack, ist die Einstellungs-App gecrashed. Auf jeden Fall, die Optionen kennt man ja schon von iOS und Android, wo man so einen Nicht-Stören-Modus einstellen kann. Und hier sieht man auch, dass wir automatische Regeln einstellen können. Das heißt, zu diesen Zeiten von 11 Uhr am Abend bis 7 Uhr am Morgen können wir die Ruhezeiten aktiviert haben. Ich kann auch einstellen, dass, wenn ich meinen Bildschirm dupliziere, automatisch Ruhezeiten aktiviert werden. Wenn ich spiele, dass nur Alarme, so ein Pop-up nur für Alarme kommt und keine Mail-Pop-up oder jegliche andere Benachrichtigung mich stört, wenn ich spiele. Und das funktioniert auch sehr gut, das habe ich schon ausprobiert. Und auch noch was möglich ist, dass, wenn ich zu Hause bin, Ruhezeiten aktiviert werden. Das ist halt praktisch für Geräte, die ein GPS haben, einen GPS-Empfänger haben und die man halt auch außerhalb von zu Hause benutzt, oder halt auch für Laptops, die den Standort anhand von Internet erkennen. Und hier oben haben wir noch Einstellungen, Benachrichtigungen, wenn wir die Ruhezeiten angeschaltet haben, nur mit Priorität zuzulassen. Das bedeutet, ihr könnt App-Ausnahmen hinzufügen, von denen ihr wollt, dass ihr Benachrichtigungen bekommt, dann erscheinen die auch direkt hier, beziehungsweise auch von Kontakten. Das heißt, ihr könnt Kontakte hinzufügen, von denen oder die ihr halt erlaubt. Warum will ich das Fenster jetzt nicht öffnen? Da könnt ihr halt Kontakte hinzufügen, von denen ihr wollt, dass ihr trotzdem die Nachrichten oder Benachrichtigungen angezeigt bekommen wollt. Und ihr könnt auch einstellen, dass nur Alarme in allen Fällen angezeigt werden. Und mit aus könnt ihr wirklich alles blocken. Wir gehen mal direkt weiter in den Einstellungen. Da gibt es etwas Neues unter Speicher und der Speicheroptimierung. Und nicht jetzt Speicherplatz freigeben. Aha, jetzt bin ich komplett raus, Entschuldigung dafür. Das war unter automatische Freigabe von Speicherplatz ändern. Da gibt es neue Optionen. Hier kann man auch Downloads, Dateien aus dem Download-Ordner löschen, die älter sind, und daraufhin auch einstellen, aus oder wie alt die sein dürfen. Genau dasselbe gilt halt auch für den Papierkorb. Finde ich ganz praktisch, dass man jetzt auch da, sagen wir mal, die Tage auswählen kann, und man kann auch Speicheroptimierung ausführen. Jeden Monat, jede Woche, täglich, also oder Windows entscheidet. Ich glaube, das Entscheidungskriterium basiert darauf, wie viel Speicher man wahrscheinlich noch übrig hat oder ob die Performance relativ schlecht ist in den letzten Tagen. Und die nächste Neuerung befindet sich im Microsoft Edge Browser. Wie ihr wahrscheinlich schon in meinem englischen Video davor verfolgt habt, haben wir hier natürlich ein komplettes Redesign. Und das nächste, wir finden hier im 3-Punkte-Menü sind alle Kategorien bzw. Einstellungen viel kleiner.
Vorher waren die ja wirklich größer, die Schaltflächen, und das lag halt daran, dass das eigentlich für Touchscreen-Displays optimiert war. Jetzt hat Microsoft halt gesagt, wir müssen jetzt auch mal für die Desktop-Anwender das mal ein bisschen hier anpassen, und ist halt auch viel bequemer mit der Maus, nicht so eine lange Liste runter zu scrollen, dass man hier halt die Option viel kleiner und dichter beieinander hat, sieht auch ein bisschen sortierter aus. Wenn ihr auch ein Touchscreen-Display habt, könnt ihr sehen, dass wenn ihr das Drei-Punkte-Menü mit dem Finger halt berührt, sich halt die großen Schaltflächen, die großen Schaltflächen zum Vorschein kommen. Das nächste etwas größere Update in Microsoft Edge in diesem Bild ist der Hub. Wenn wir hier mal draufklicken, bekommen wir jetzt eine viel größere Ansicht, was den Hub betrifft. Hier auf der linken Seite haben wir wie vorher oben, diese Schaltflächen Favoriten, unsere Favoriten-Tab, unsere Leseliste, unser Verlauf und unsere Downloads. Und wir können durch den Pfeil hier auch nur unsere oder beziehungsweise die Icons anzeigen lassen, wenn jemand das etwas minimalistischer bevorzugt, das ist möglich. Und was auch nochmal neu ist, wenn jemand von euch EPUB beziehungsweise halt Bücher in Microsoft Edge liest, da gibt es auch etwas Neues, und zwar betrifft das ein bisschen das Design vom Interface der Leseansicht. Wir sehen, hier oben haben wir jetzt eine schöne, schmale, moderne Bar, die halt ja so schön minimalistisch ist. Wir können halt im Fullscreen reingehen, da können wir auch durch 11.11, aber jetzt ist hier halt eine Schaltfläche für. Wir können ein Lesezeichen hinzufügen, wir können speichern, etwas abspeichern. Wir können die Schriftgröße, Textabstand und das Seitendesign ändern. Wir können den Text vorlesen lassen. Das war halt vorher alles auch möglich. Nun ist das halt jetzt in diesem Band oben dargestellt. Letztes Foto Ja, zu sehen ist das. man sieht schon, da liest er uns das vor. Und was jetzt neu ist, ist Grammar Tools. Und zwar, ich gehe mal auf eine Seite, wo ein bisschen mehr geschrieben ist, wie hier. Ich weiß nicht, ob es in Deutsch funktioniert, aber diese Funktion sollte grammatikalisch Sachen aufteilen können, also Silbentrennung und Wortarten, also da steht ja Nouns, also Nomen, Verben und Adjektive herausheben können. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob das in Deutsch noch funkt, ob es funktioniert oder nicht, weil dazu musste der vorher aus dem Microsoft Store diese App hier Immersive Reader Beta runterladen. Wie gesagt, ist halt eine Beta, ist ein Insider-Bild, deswegen kann es halt sein, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil der lädt da ziemlich lange. Auf jeden Fall, das war es jetzt hier auch schon im Edge-Browser. Wir haben auch noch mal in den Einstellungen eine Option bzw. mehrere Optionen unter Sound bekommen. Man merkt, dass Microsoft unser altes bzw. das alte Windows, die Systemsteuerung, alle Funktionen langsam in die normale Einstellungs-App rüberbringt. Denn wir finden hier ganz viele Optionen, also Mikrofon testen, unser Eingabegerät auswählen und Lautstärke. Wir können auch eine Problembehandlung hier darüber ausführen. Und auch wenn wir nun einen Rechtsklick auf das Lautstärke-Symbol machen, sieht man, dass jetzt dieses dunkle Kategorienmenü auftaucht und nicht mehr dieses weiße. Ich würde mir wünschen, dass die hier dieses genauso einheitlich färben bzw. die Oberfläche genauso anpassen, wie es hier an der Taskleiste der Fall ist. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, auch jetzt wieder mal auf Deutsch, nicht nur auf Englisch, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare rein. Ich sage bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.